Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu LibGDX. Es geht doch noch ein bisschen weiter und zwar machen wir jetzt ein bisschen IP und Gedöns. Also wir wollen jetzt ein bisschen Networking machen. Dazu brauchen wir allerdings erst ein paar UI-Elemente, denn sowas stellt man normalerweise im Menü ein. Und im Menü, das haben wir aktuell noch nicht. Also wir haben schon ein Menü gemacht, aber noch nichts, was man so irgendwie was eingeben konnte oder sowas. Und für eine IP-Adresse, die sollte man möglichst eingeben können. Wenn ihr natürlich einen Server habt und das ganze Spiel kommuniziert nur mit diesem Server, so wie das heutzutage eigentlich fast üblich ist, allerdings ziemlich teuer für Privatmenschen vor allem, dann könnt ihr hier direkt sagen, okay, meine IP-Adresse ist irgendwas Festes. Das heißt, ihr müsst hier gar nichts mehr eingeben und dann kommuniziert jedes eurer Spiele nur mit dem Server. Der Server sendet Daten zurück. Was wir hier aber machen wollen, ist einfach so ein simple Hin- und Herschicken von irgendwelchen Daten. Und das soll es dann eigentlich sein. Gut, was wir jetzt machen wollen, ist Folgendes. Und zwar, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Der Rest ist hier unten alles auskommentiert. Was wir zuerst mal brauchen, sind UI-Elemente. Das sind die hier jetzt gerade. Ich habe meine IP, die mir angezeigt wird, dann eine Nachricht, die ich bekommen habe, logischerweise, dann die Gegenüber-IP, die ich eingeben kann und eine Nachricht, die ich an diese IP schicken kann. Also zum Beispiel Host Game müsste man dann über sowas regeln. Dann natürlich ein Button, auf dem am Text drauf ist. Ich möchte natürlich euch nicht alle Elemente vorstellen, habe ich schon mal angedeutet. Die sind wirklich nicht schwer zu verwenden. Ein Image-Button braucht halt einfach ein Image statt einem Text. Easy. Okay, und der String, der meine IP-Adresse enthält, das werden wir im letzten Video zu dem IP-Gedöns hier machen. Es werden wahrscheinlich drei werden. So, ups, ich habe Höhe und Breite vertauscht. Höhe soll natürlich 500 sein und Breite soll 1000 sein, damit wir hier auch ein vernünftiges Fenster haben. Und dann habe ich schon mal ein bisschen was gemacht hier, nämlich eine Kamera, die genau das tut. Und ein Badge, das uns nachher hier unten alles zeichnen wird. Hintergrund ist wie immer weiß. Beziehungsweise, was heißt wie immer? Ich glaube, ich habe ihn zwischenzeitlich mal schwarz gehabt. Egal. Okay, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen als erstes mal unsere Stage hier benutzen. Diese Stage und den Skin werden wir nächstes Mal behandeln. Ihr seht es hier oben schon, ist schon offen, aber wir machen das Ganze nächstes Mal. Die Stage werden wir allerdings heute schon brauchen. Okay, was ist eine Stage? Eine Stage ist einfach eine Bühne, da wo alles drauf ist. Und deswegen brauchen wir jetzt erstmal eine neue Bühne, sozusagen Stage. Ist gleich New Stage. Easy, oder? Ja, das war es eigentlich schon mit der Stage. Jetzt sagen wir, dass der Input-Processor diese Stage sein soll. Können wir natürlich auch hier wieder in die Main machen, also in unsere Game-Klasse oder in eine externe Klasse. Könnt ihr euch aussuchen, aber die Stage ist ein standardmäßiger Input-Processor. Deswegen sagen wir einfach mal, das wird unser Input-Processor. Und das ist nämlich ziemlich einfach. Jetzt muss ich nämlich damit nichts mehr machen. Ihr wisst ja eh, wie es funktioniert. Okay. So, und jetzt wollen wir eine neue Gruppe haben, die unsere UI-Elemente enthält, sozusagen. Okay, unsere UI-Elemente sind diese fünf Dinger hier, Label, Label, Text Area und Text Button. Diese fünf sollen in eine einzige Gruppe rein, damit wir nachher ein bisschen weniger zu tun haben. Deswegen sagen wir hier Group, Group, gleich New Group. Komm schon, sei ein bisschen intelligent. Hallo, New Group. Hatte ich tatsächlich noch nicht importiert, habe fast an alles gedacht, aber die Group hatte ich noch nicht importiert. Habe ich schon mal wieder rausgelöscht. Okay, so, jetzt wollen wir diese Group ein bisschen besser konfigurieren. Deswegen sagen wir hier Group. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was es hier alles gibt. Also wir können die Kinder alle wieder rauslöschen. Aber wir können vor allem Kinder hinzufügen und das ist das, was wir machen werden. Wir werden hier die Kinder hinzufügen, aber wir wollen vorher noch die Bounds setzen. So, Set Bounds. Und zwar wollen wir die nicht, also wir wollen, dass die Gruppe nicht über unseren Bildschirm rausragt. Das macht ja irgendwie Sinn, oder? Und wenn wir dann alle Elemente da reinpacken in die Gruppe, dann können wir von denen auch sagen, die ragen auf jeden Fall nicht raus. Das heißt, wir müssen uns eigentlich auch schon nicht mehr um die Position von den Dingern so richtig kümmern. Okay, ja, hättest du jetzt hier Width und Height groß geschrieben, dann hätte ich hier nicht mal Copy-Paste machen müssen, aber so leider schon. Okay. Gut, Semikolon. Warum ich die übrigens groß geschrieben habe, Final-Variablen schreibt man normalerweise in Java immer groß, also so generell Konstanten oder sowas, sollte man groß schreiben, damit es eindeutig ist. Okay, was wir jetzt hier haben, ist also eine Gruppe, die uns diese ganzen Dinger enthält. So, jetzt schauen wir uns einfach mal an, was passiert, wenn wir die reinpacken hier in diese Group. Dazu müssen wir aber erstmal unsere ganzen Teiler hier initialisieren und dazu kopiere ich einfach mal das hier raus und löscht das hier. Das ist, glaube ich, sogar der schnellere Weg.
Ups. So. Die IP-Adresse wollte ich natürlich nicht haben, die kommt erst später. Okay, Message Received ist ein Label, also sagen wir hier New Label. Das braucht eine Char-Sequence alias String. Was soll hier reinkommen in die Message Received? Am Anfang steht da einfach The Cake is a Lie drin. So, meine IP. Naja, meine IP ist eine New, ein New Label mit meiner IP drin, also IP-Adresse, Komma. Ach so, und jetzt das Wichtigste, hätte ich fast vergessen. Hier kommt ein Skin rein. Der Skin, den wir hier oben schon uns definiert hatten, den zeige ich euch dann nächstes Mal, wie wir den oder was genau der ist und wie wir mit dem umgehen. Also jeweils einen Skin reinpacken. Die IP, die wir eingeben können, ist meine Text Area. Also New Text Area, hier kommt auch ein String rein. Den machen wir standardmäßig leer. Eine Text Area ist was, wo der User Text eingeben kann. Also ein Label ist tatsächlich nur Text anzeigen. Text Area ist ein Text schreiben. Okay, hier kommt wieder der Skin rein, da muss ich nichts mehr machen, ist gleich. Die Message ist auch eine Text-Area, die einen Text übernimmt, nämlich die Nachricht und einen Skin. Und der Button ist ein Text-Button, das heißt, hier muss Text rein, der eben angezeigt worden werden soll. Das heißt, wir schreiben hier einfach Senden drauf. Senden und unseren Skin. Easy, oder? So, jetzt müssen wir die alle da reinfügen. Das machen wir also in die Gruppe rein. Das machen wir, indem wir sagen group.addActor und hier kommt jetzt unser Actor rein, aber ich mache das Ganze intelligent, weil ich ja ein Copy-Paste-Master bin und hier kommen jetzt jeweils diese Sachen rein, Message Received, dann eben My IP, dann IP, die Reihenfolge ist tatsächlich hier sogar wichtig, aber in unserem Fall stört uns das nicht. Aufhübschen dürft ihr es dann logischerweise wie immer. My IP wollte ich eigentlich groß schreiben. So, jetzt sind diese 5 Elemente hier drin. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch ein Problem. Die Sachen werden auch nicht auf unserer Bühne angezeigt. Das heißt, wir sagen hier stage.addActor. Und hier könnte man natürlich auch alles einzeln machen, aber wir fügen einfach alles in einer Gruppe hinzu. Denn dann müssen wir hier alles nur einmal einstellen und schon sind wir fertig. Ist das nicht toll? Jetzt haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. So, jetzt kann es natürlich dann am Ende noch sein, dass unsere Objekte aufeinander liegen. Das schauen wir einfach nächstes Mal, ob es rein zufällig alles korrekt macht oder ob wir das noch anpassen müssen. Das ist mal so, mal so. Jetzt Stage.getCamera. Jetzt müssen wir die Kamera noch richtig setzen. Also so, dass sie auf unsere Stage drauf guckt. Stage.camera.position.set. Nehmen wir das hier und sagen, wo soll sie denn hin? Naja, in Breite, also Width. Halt, stopp. Ich bin nicht fertig mit dir. Sie soll nämlich genau die Hälfte anzeigen. Sonst zeigt sie ja, ja, ist es quasi das Auge der Kamera. Das soll ja genau auf der Hälfte sein, damit wir auf beiden Seiten was sehen. Die Kamera ist genau so breit, wie wir sie brauchen. Aber wenn sie an der Seite ist, also wenn die Kamera hier ist, dann sehen wir logischerweise vom rechten Rand, also wenn sie hier ist, sehen wir vom rechten Rand ein bisschen mehr, aber vom linken Rand ein bisschen weniger. Von der Höhe genau dasselbe, deswegen wollen wir, dass die in der Mitte ist und Z-Achse soll einfach 0 sein, das ist eigentlich auch schon alles. So, und jetzt ganz wichtig, hier unten kommt noch rein Stage.draw, das heißt, die Bühne wird sozusagen gezeichnet. Das ist sozusagen einfach ein Container für alles, diese Stage, und wenn wir die zeichnen, dann wird einfach auch alles hier gezeichnet. So, jetzt haben wir nur noch ein Problem, dieser Skin ist noch nicht initialisiert. Das tötet uns so ein bisschen, deswegen zeige ich euch einfach schon mal, wie ihr diesen Skin initialisieren könnt. Ihr könnt ihn allerdings noch nicht verwenden, weil ihr noch keine Dateien habt. Also diese UI-Skin.json, das erzähle ich euch dann nächstes Mal. Wir wollen ihn jetzt nur heute noch initialisieren, damit wir euch schon mal ein Ergebnis sehen können. Das machen wir, indem wir hier einfach sagen, Skin gleich new Skin. Und hier kommt ein File-Handle rein, gdx.internal. Files.internal und der Pfad ist mal wieder in Data bei mir, data/UI-Skin.json. In dem Fall ist JSON kein Name. So, ich habe mir das Ganze jetzt mal angeguckt schon mal. Es sah noch ein bisschen sehr, sehr schlimm aus, deswegen habe ich hier mal reingeschrieben, was wir hier überhaupt wollen. Und dann habe ich die Position ein bisschen gesetzt, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, alles zu machen. Das war jetzt nur quick and dirty, es sieht nicht toll aus, aber es funktioniert und man kann die einzelnen Felder voneinander unterscheiden. Sieht dann ungefähr so aus. Also wir haben hier unseren Senden-Button. Hier steht The Cake is a Lie. Und
die Empfänger-IP, da kannst du es ähnlich anzeigen. Hier kommt dann nachher unsere IP raus und das ist die Nachricht. Also wir können hier überall alles angeben. Und ihr seht, es ist gerade abgeschmiert. Lag wahrscheinlich an unserem weil das eben nicht angezeigt wurde, aber trotzdem in dem String drin war. Okay, dann schreiben wir hier einfach Target-IP hin. Gut. So, das war's für dieses Mal. Ihr werdet, wenn ihr das ausführt, noch nichts sehen, weil ihr, wie gesagt, diese UISkin.json-Datei nicht habt. Das heißt, freut euch auf nächstes Mal und wir hören uns bis dann. Ciao.